Ach, das ist scheiße. Okay. So. Wir machen jetzt nochmal den zweiten Versuch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das jetzt gebraucht hat. Und jetzt machen wir das intelligenter. Ich weiß nicht. Solange wir geradeaus laufen, werde ich die Lampe nicht benutzen. Und nur beim Durchsuchen von irgendwas das Ding ansetzen. Ah, jetzt. Super. Man muss linke Maustaste drücken, um das zu überspringen. Super. Okay. Krass wäre es eigentlich auch, wenn die Lampe schneller ausgeht. Wenn man die jedes Mal aus- und anstellt. So, okay. Wir bleiben mal immer schön auf dem Weg. Vielleicht ist es das, was einem ziemlich weiterhilft. Ah, ein großer Baum. Wir werden hier höchstwahrscheinlich was finden. So, okay. Slenderman kommt erst, wenn die erste Seite gefunden wurde. Das bedeutet. Wo ist diese verschissene erste Seite? Vor allen Dingen, was soll man machen, wenn man die ersten Seiten gefunden hat? Ich glaube, das ist es. Das Spiel hat kein Ende. So, gehen wir mal wieder geradeaus weiter. Und da haben wir unseren Van. Wundervoll. So. Also dann. Gibt es ja auch von Volvo. Wundervoll. Beziehungsweise Volvo ist ja. Ist nichts. Und die erste Seite. So. Auch uns geht wieder los. Ah, shit, jetzt sind wir wieder auf die glorreiche Idee gekommen, den Weg zu folgen hier. Und es hat mir anscheinend nicht sehr viel gebracht. So, wohin geht's denn hier mal geradeaus weiter? Okay. Wir werden uns einfach mal wie wild rumdrehen und dann einfach mal hoffen, dass hier niemand steht. Das wäre jetzt auch genial. Dadurch, dass ich ja die Lampe nicht jedes Mal anmache und immer an und aus. Und dann müsste ja durch wirklich dummen Zufall dieser verkackte Slenderman dann da auftauchen, wo ich aus Versehen mal diese Karte hingezogen habe. Und da haben wir Seite Nummer 2. Hier stand vorher der Slenderman und hat mich davon abgebracht, diese verkackte Seite zu suchen. Da hätte ich nicht mehr 5 gehabt. Okay. Also der Slenderman steht immer dort, wo die Seiten sind. Das ist schon mal ziemlich interessant zu wissen. Okay. Mal gucken, wann der Bildschirm anfängt mit Grieseln. Lässt sich natürlich nur mit Bildschirm spielen. Haha. Jeder normale andere Mensch hätte jetzt ein großes Problem, weil seine Augen fangen nicht einfach so an zu kriseln. Nicht ohne Grund zumindest. Okay. Krass wäre es nämlich noch gewesen, wenn man ja, sich einfach nicht auf die Mission einlässt und diese Seiten nicht findet und dadurch dann irgendwie so auf eine andere Art und Weise den Slenderman killt. Das wäre cool. Okay, wo sind wir jetzt? Geradeaus weitergehen. Das Schöne eigentlich an meiner Idee mit dem Licht ausmachen und dann rumschauen. Na, ist das Slenderman hier drinne? Bist du hier drinne? Bist du hier drin? Nein, du bist nicht hier drin. Na gut. Dann halt nicht. Bist du hier außen? So, okay. Gehen wir mal weiter. Und anscheinend hat der Charakter, mit dem er hier wirklich nachts im Wald alleine rumläuft, ein ziemliches Konditionsproblem. Was ihn jetzt auch nicht gerade, ja, zum Helden macht. Weil wer geht bitte nachts mit Konditionsproblemen alleine in den Wald? Ach, das macht man noch. Vor allen Dingen noch in ein eingezäuntes Gebiet. Sowas Geistes. Gegenwärtig ist, wirklich. Greift man sich daran den Kopf. Nicht der Einzige, der hier mitdenkt. So, na dann. Also dann. Slenderman, bist du hier drin? Nein, bist du nicht. Okay. Wir werden uns jetzt mal. Das Schöne ist, hier ist wenigstens hell. Gut, wir werden uns jetzt mal rechts halten. Und was werden wir hier finden? Den Ausgang? Slenderman, bist du hier drin?
Ah, noch eine Seite gefunden. Super. So, und jetzt sind wir schon bei 4 von 8 Seiten. Langsam wird's ja. Puh. Das Problem ist, langsam geht's mir hier so eiskalten Rücken runter. Das ist schon ein bisschen gemein. So. Oh, fuck, nee, was ist hier los? Oh, shit, hier darf ich nicht sein. Darf ich überhaupt nicht sein gerade. Okay, komm. Fängt der Bildschirm wieder an mit Grieseln oder ist das bloß der Nebel, den ich jetzt vernehme? Nee. Okay. Ich hoffe, das war's und hier gibt's noch keine weiteren Seiten mehr. Das wäre jetzt schon ganz nett. Cool wäre auch, wenn der Slenderman einen verliert, wenn man das Licht ausschaltet. Das wäre nur fair. Weil ich sehe hier jetzt echt nichts. Ah, genau. Die Idee ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Hier müsste eigentlich noch irgendwo eine Seite sein. Hier an diesen komischen Teilen. Na gut. Und ich nehme mal stark an, um den Slenderman dann ganz zum Schluss zu besiegen oder so, muss man zu diesem komischen Baum gehen. Weil den fand ich irgendwie ziemlich vielversprechend. Ja, vielversprechend dürfte es sein. Guti, laufen wir also weiter durch den Wald. Wir haben 4 Seiten und unsere Taschenlampe ist noch an. Das ist schon mal ziemlich cool. Dam-di-dam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 . Wo geht's denn hier mal lang? So, ach, schon wieder. Muss das jetzt sein? So. Okay, laufen wir mal halt hier lang. Hm. Er lässt sich natürlich auch reindeuten, dass dieser komische Baum dann irgendwie zum Leben erweckt. Wäre jetzt zumindest meine Idee. Auch nicht jetzt, ey. Dämlicher Slenderman. Wenn ich jetzt wirklich die ganze Zeit nur hin und her laufe, weil der die ganze Zeit hinter mir oder vor mir auftaucht, wie soll man denn da bitte das Spiel zu Ende bringen? Und noch krasser ist natürlich der Gedanke, dass das ja jemand schon mal beendet hat. Also muss man ja... Es muss ja wirklich möglich sein. Ich bin zu weit. Einfach so. Okay. Hier ist also unsere Seite. Wir werden jetzt uns im Dunkeln einfach mal ranschleichen. Wir sehen ja... Wir brauchen ja eh nichts zu sehen. So, Seite Nummer 5. Yeah, jetzt wird's krass. Jetzt hören wir das Monster schon richtig humoren. Boah, Alter. Also, man muss wirklich sagen... Boah, nicht jetzt. Wie soll man das bitte schaffen? Ich brauche irgendwie eine Karte von dem Gebiet, dann wird es funktionieren. Na gut. Also dann, machen wir jetzt erstmal kurz Pause und dann geht's wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft weiter mit Slender. Wenn ich dann wieder Bock habe, mit so einem langsamen... Kreatürchen hier durch den Wald zu stiefeln. Na gut, aber es ist auf alle Fälle ein ziemlich nettes Spiel und noch krasser natürlich, wenn es dunkel ist und man sich wirklich nur drauf konzentriert und mit Kopfhörern ziemlich schön. Ja. Ach, komm schon. Ja, also dann bis dann und ciao.